Woche sind wir für euch gefilmt und haben so zum Beispiel bei unserem eigenen Workshop am Thementag vom 1. November gefilmt. Das ist einer von den Beiträgen, die ihr diese Woche in unserem Video zu sehen bekommen. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier im Brudersaal. Ein paar von der SO haben hier ein Halloween-Event organisiert und wir sind hier am Schauen, wer das beste Kostüm hat und was da sonst so vonstatten geht. Hallo zusammen. Hoi. Hallo. Hallo. Gibt es da auch noch einen Contest oder so, wer am besten verkleidet ist? Eigentlich nicht. Es ist einfach so, dass jeder, der verkleidet ist, Süßigkeiten bekommt und wir machen Fotos von denen und laden sie nachher auf Facebook. So, wir sind jetzt hier mit dem wohl am aufwendigsten kostümierten Gast von diesem Event und fragen einfach mal, als was bist du kostümiert? Ich bin kostümiert als Landsknecht. Der sieht jetzt gerade vielleicht nicht so gruselig aus, aber die haben zumindest im Mittelalter Angst und Schrecken verbreitet. Okay, das ist super. Und du hast vorher auch noch gesagt, du wirst uns kurz etwas vorspielen auf deinem Instrument. Was ist denn das für ein Instrument? Eine Gitarrenlaute. Es sieht aus wie eine mittelalterliche Laute, spielt sich aber genau gleich wie eine Gitarre eigentlich. Okay, und was denkst du, seit wann gibt es Halloween? Halloween? Oh, keine Ahnung. Also jetzt in der Schweiz oder allgemein? Allgemein. Ich denke, das geht sicher ein paar hundert Jahre zurück. Ja, es wird auf etwa 5000 Jahre geschätzt, aber wirklich sagen kann man es auch nicht. Also dann hören wir jetzt mal, was er so vorzuspielen hat und sehen wir uns gerade wieder. Im Ranzen, nichts als ein Kantenbrot. Wir werden leichter tanzen, wir tanzen in den Tod. Judi, dai, du, di, da, Judi, dai, du, di, da, wir tanzen in den Tod. So, wunderbar, merci für den Beitrag. 3, 2, 1. Happy Halloween! Hallo zusammen, ich befinde mich gerade im Riverside, weil heute Thementag ist und unsere Klasse tut den ganzen Morgen und Nachmittag einen Workshop leiten über die Produktion von der KSW News. Und jetzt ist gerade Pause. Wir haben vorhin ganz, ganz spannende Sachen darüber diskutiert, was wir verbessern können. Und es sind ganz viele gute Ideen gekommen. Es hat mega Spass gemacht. Und wir werden noch ein paar Aufnahmen einblenden, wo ihr so ein bisschen seht, wie es abgelaufen ist. Ein ganz wichtiger Verbesserungsvorschlag für uns war zum Beispiel, dass wir mehrere Interviews machen mit Schülern und Lehrern machen werden. Es ist natürlich einfacher, um sich identifizieren mit dieser Schule und es ist etwas persönlicher. Und das werden wir natürlich auch ganz gerne machen. Nur hoffen wir, dass wir uns mit euch in Verbindung setzen und ihr euch zur Verfügung stellen für ein paar Interviews. Und falls ihr irgendwelche weiteren Vorschläge noch hättet, die wir einbringen in die KSW News, wären wir ganz froh darum und ihr könnt auch gerne in die Kommentare unterschreiben oder sonst persönlich auf uns zukommen. Wir werden dem gerne entgegenkommen. Jetzt sind wir schon am Ende von unserem Beitrag angelangt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Beitrag. Nach meiner Abmoderation blenden wir noch kurz die wichtigsten Termine der nächsten Woche ein. Also bleibt noch ganz kurz dran.